962 wurde Otto der Erste in Rom vom Papst Johannes dem XII. Zum Kaiser gekrönt. Er wurde von seinem Vorgänger zum Papst bestimmt, was gegen alle Regeln verstößt, und wurde bereits im Alter von 18 Jahren Papst. Zwar war er politisch erfolgreich und konnte die Autorität des Papsttums festigen, doch führte er ein skandalöses Leben. Nach der Kaiserkrönung brach er den Treueeid gegenüber Otto, was diesen zu einem neuerlichen Romzug brachte. Johannes der XII. Wurde als erster Papst abgesetzt. Gerade dieses Ereignis zeigt, dass nun der neue Kaiser in Rom stärker eingreifen wollte. So veranlasste Otto der Erste auch die Absetzung des Nachfolgers Johannes des XII. Der nun eingesetzte Leo der VIII. Galt von Anfang an als kaiserliche Kreatur. Auf ihn laufen viele Urkundenfälschungen. Die nun folgenden Päpste gelten alle als Anhänger des Kaisers, der die Wahl nun auch bestätigen musste. Mit Gregor dem V. gab es den ersten Deutschen auf dem Papstthron, was zugleich den Zugriff des Kaisers auf das Amt dokumentierte. Er war mit 24 Jahren einer der jüngsten Päpste der Geschichte. Brun, wie er eigentlich hieß, war der Sohn des Kärntner Herzogs Otto des I. aus der Familie der Salier. Er krönte 996 Otto den III. Zum Kaiser. Dieser wollte sogar in Rom seine Residenz nehmen und als Servus Jesu Christi oder Servus Apostolorum regieren. Vorbild ist dabei Konstantinopel, denn er war Sohn der byzantinischen Prinzessin Theophano. Nach dem Abzug des Kaisers wurde Gregor aus Rom vertrieben und mit Johannes dem 16. ein Gegenpapst gewählt. Erst 998 konnte Gregor nach Rom zurückkehren. Johannes der 16. war ein aus Kalabrien stammender Grieche, der am kaiserlichen Hof tätig war. Dort war er Lehrer Ottos des III. Und auch Gregors. 998 wurde Johannes aufgespürt und nach Rom gebracht. Dort wurde ihm im päpstlichen Ornat der Prozess gemacht. Schon zuvor wurde er grausam verstümmelt. Man entfernte ihm Augen, Ohren, Nase und Zunge. Nach seiner offiziellen Absetzung lebte er noch 15 Jahre in diesem Zustand in einem Kloster. Gregor selbst starb bereits mit 27 Jahren vermutlich an Malaria. Er wurde im Petersdom an der Seite Ottos des II. Beigesetzt.